kennt ihr das? Es ist so ein richtig warmer Tag. Ihr braucht unbedingt was zu trinken. Ihr braucht aber auch so ein bisschen Energie. Und was macht man dann? Dann greift man ganz gern mal auf einen Energy Drink zurück. Und jetzt gibt es einen neuen Energy Drink. Ich glaube, wir müssen jetzt hier oben Werbung einblenden. Und zwar, es gibt einen neuen Energy Drink von Coca-Cola. Und im jetzigen Video, erstens werde ich das hier kosten und zum zweiten werden wir über die Coca-Cola-Aktie sprechen, was man momentan mit Aktien alles machen kann in dieser Aktie. Nicht, was man mit Aktien machen kann, sondern was man mit Optionen in dieser Aktie alles machen kann. Ihr seht, es ist warm, ich brauche Energie. Das heißt, lassen wir das Video loslegen, damit ich endlich hier mal kosten kann. Also, Energy Drinks, ne? Das war in den letzten Jahren einer der größten Wachstumsmärkte im Bereich Getränke. Es gibt ja viele Getränke, wo in der ganzen industrialisierten Welt der Umsatz geringer wird. Das ist zum Beispiel Bier, ne? Für mich völlig unverständlich, aber hey, Bier wird immer weniger getrunken und dafür wird zum Beispiel viel, viel mehr Mineralwasser getrunken. Aber was eben auch ist, Energy Drinks, ne? Die werden wahnsinnig viel getrunken. Ihr kennt alle diese Erfolgsgeschichten von Red Bull. Ich weiß noch, vor 20 Jahren die erste Dose Red Bull, das war noch so ein ganz großes was Geheimes irgendwie. Ne? Jetzt mittlerweile überall gibt es Red Bull. Es gibt Monster natürlich und ganz, ganz viele Sachen. Monster übrigens eine Firma, an der ja auch Coca-Cola zumindest, ich glaube, mal beteiligt war. Und die haben eine Kooperation auch immer noch. Und jetzt hat, wie gesagt, Coca-Cola aber gesagt, hey, wir machen einen eigenen Energy Drink. So, und der ist jetzt, den gibt es mittlerweile auch in Deutschland. Deutschland ist da wohl ein wichtiger Markt. Und ja, ich probiere es einfach mal aus, wie das Ganze denn schmeckt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so der Büchsentrinker und die ganzen Ökos werden jetzt auch wieder schimpfen, aber hey, es ist ja eine Pfanddose immerhin. So, und also es ist eine Light, also ohne Zucker. Hm. Und vom Geschmack her muss ich sagen, es schmeckt so ein bisschen wie, wer das kennt aus Amerika, Dr. Pepper. Also es ist nicht der klassische Cola-Geschmack, es schmeckt es aber auch nicht wie Red Bull. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin jetzt kein riesengroßer Fan von Energy Drinks. Ne? Es gibt ja Leute, die ziehen ja jeden Tag so zwei Büchsen Red Bull weg. Das mache ich nicht, sondern du kannst meinen Energy Drink-Verbrauch am Jahr an einer Hand wahrscheinlich abzählen. Ab und an mal trinke ich dann schon mal eine, aber das ist selten. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass ich der riesengroße Coca-Cola-Energy Drink Verbraucher werde, wobei, ihr wisst ja, wenn ich demnächst die Auswahl habe und ich müsste mir eine kaufen, es gäbe jetzt eine Monster, es gäbe eine Red Bull und es gäbe eine Coke, dann würde ich natürlich die Coke kaufen. Warum? Ich bin Coca-Cola-Aktionär. So, und damit kommen wir auch mal zum eigentlichen Thema, nämlich Coca-Cola-Aktie. Coca-Cola-Aktie, das ist natürlich eine Erfolgsgeschichte, die jeder natürlich auch zum Beispiel mit dem Namen Warren Buffett verbindet, und ich mache euch mal hier einen Chart rein und da seht ihr natürlich sofort, okay, gigantisch, wo Buffett damals eingestiegen ist. Ne? Im Jahr 1989 hat Buffett gekauft. Jetzt gab es ja mehrere Splits in der Zeit. Ich glaube insgesamt zwei Stück zum jetzigen Preis umgerechnet. 2,20 Dollar ungefähr. Und die Aktie kostet jetzt, hat gerade ein neues Allzeithoch gemacht, 50 Dollar. Ne? Für 2 Dollar gekauft, jetzt bei 50 Dollar. Hat auch ein paar mehr gekauft. Ne? Deswegen sitzt er ja natürlich auf Milliarden Gewinnen. Und Warren Buffett sagt auch immer, das ist eine Aktie, die er niemals verkaufen würde. Das hat sicherlich auch steuerliche Gründe, aber Charlie Munger, sein Partner, hat kürzlich auch gesagt, man hat ihn in einem Interview gefragt, was hält er für das beste Geschäft, wenn er nur eine Aktie kaufen könnte, die es auf der Welt gäbe. Und er hat gesagt, Coca-Cola. So, also ziemlich spannend. Und Coca-Cola, wie gesagt, halt ein ganz, ganz sicherer Wert. Man hat Probleme gehabt auch in der letzten Zeit. Ne? Und jetzt hat man ja ganz, ganz viele Sachen verändert. Man hat zum Beispiel seine ganzen Abfüllstationen verkauft, hat das weggegeben und hat viel, viel bereinigt, auch innerhalb der Firma. Man hat neue Geschäftsfelder akquiriert. Das ist einer davon. Die Beteiligung an Monster war sowas und viele, viele andere Dinge. Und Coca-Cola ist ja beileibe heute nicht mehr nur die Firma, die nur Coke macht, ne? Sondern da gibt es mittlerweile viele, viele andere Getränke. Man macht Kaffee, was viele gar nicht wissen, und viele, die sagen, hey, ich würde nie was von Coca-Cola, diesem bösen Konzern, kaufen, kaufen vielleicht irgendwas, ohne zu wissen, dass sie tatsächlich wieder ein Produkt aus dem Hause Coca-Cola kaufen. So, was macht man jetzt aber als Optionshändler mit so einer Aktie? Da will ich euch mal eine ganz spannende Geschichte dazu sagen. Und zwar, wenn wir uns mal die Coca-Cola anschauen, und ich mache euch hier mal was rein, und zwar die Dividenden, die momentan Coca-Cola ausschüttet. Coca-Cola schüttet, glaube ich, seit, ich weiß es nicht genau, aber seit über 100 Jahren Dividenden aus.
jedes Jahr. Seit über 100 Jahren bekommen die Aktionäre Dividenden. Und seit über 53 Jahren steigen diese Dividenden Jahr für Jahr für Jahr. Man hat momentan, das seht ihr hier auch in dieser Tabelle, stammt aus Forsgraphs, steigen die Dividenden ja in den letzten Jahren so zwischen 5-6% etwa. Also 5-6% jedes Jahr gibt es mehr. Und man ist aber mittlerweile auch bei einer Auszahlungsquote von 75%. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Warum? Solange das Geschäft immer so ein bisschen läuft, man kauft viele Aktien zurück, kann man das eigentlich auch halten und kann auch die nächsten Jahre steigende Dividenden ausschütten. Warum? Man wird sich das nicht kaputt machen. Ja, ihr müsst euch überlegen, wenn du 53 Jahre lang Dividendensteigerung hast, das ist für viele ein absolutes Qualitätsmerkmal, dann wirst du auch die nächsten 10 Jahre die Dividenden ansteigen lassen, egal wie, weil selbst wenn du mal ein Jahr Probleme hast, wirst du sagen, ich mache mir doch nicht das kaputt, was ich mir die letzten 100 Jahre aufgebaut habe. Also deswegen als Dividendeninvestment absolut sicheres Ding. Und jetzt gibt es ja vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ah, die ist mir auch zu teuer gerade, kann ich nicht günstiger reinkommen. Dann habe ich eine gute Idee für dich, zum Beispiel einen Cash Secured Put. Hinweis, das ist jetzt keine Kaufaufforderung. Mach diesen Trade jetzt nicht einfach so nach. Ich will dir bloß mal eine Idee zeigen. Und was vielen gar nicht bewusst ist, wie viel Prämie man da bekommt. Ne? Wenn wir uns mal anschauen, im März diesen Jahres hat Coca-Cola eine Dividende von 40 Cent pro Aktie ausgeschüttet. Wir merken uns mal 40 Cent pro Aktie für 3 Monate. Jetzt rechnen wir das mal um. Wie viel ist das ungefähr? 13, 14 Cent im Monat. Ja, 13, 14 Cent im Monat. Ist das, was an Dividende kommt. So, und jetzt gehen wir mal her. Die Aktie kostet, wie gesagt, momentan knapp 50, bisschen was über 50 Dollar. Und ich habe einfach mal bei eVolatility nachgeschaut und habe Folgendes gemacht. Vom heutigen Tag an, wo ich dieses Video hier aufnehme, 44 Tage in die Zukunft, das wäre der nächste Standardverfall. Und wir würden einen Put verkaufen am Delta 20. Ne? Was heißt das, ein Delta 20? Delta 20 heißt, wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 20%, dass die Aktie dahin fällt, beziehungsweise von 80%, dass die Aktie darüber bleibt. So, was bekommen wir jetzt, wenn wir das in Put verkaufen? Wir bekommen dafür 34 Cent. 34 Cent pro Aktie, das macht bei 100 Stück. Eine Option bezieht sich immer auf 100 Stück, 34 Dollar. Jetzt sagen viele, hey, 34 Dollar ist jetzt nicht so der Brüller. Ne? Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber. 34 Cent, setzt das mal ins Verhältnis zur Dividende. Du bekommst im Quartal, also in 3 Monaten, eine Dividende von 40 Cent. Das sind also diese knapp 13 Cent pro Monat. Auf 45 Tage bekommst du aber schon 34 Cent Prämie, wenn du diese Option verkaufst. Das bedeutet also, das werden aufs Quartal gerechnet 70 Cent. Das sind fast 80% mehr, 75% ungefähr mehr, was du an Prämieneinnahmen hast, als wenn du jetzt die Aktie kaufen würdest, was du dann an Dividendenrendite hättest. So, das heißt, du kannst jetzt hergehen, kannst sagen, okay, ich verkaufe hier, das wäre ein 48er Strike. Du verkaufst jetzt einen 48er Strike, einen Put, kassierst diese 34 Dollar und entweder du kassierst diese Prämie allein, ne, die Aktie bleibt jetzt stabil, fällt zum Verfallstag nicht auf die 48 oder tiefer, oder aber du sagst, okay, wenn sie auf 48 fällt, du hast eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, dann kaufst du dir die Aktie bei 48, das heißt, du musst 4.800 Dollar ausgeben, und dann hast du diese Aktien im Depot, du hast sie eigentlich sogar noch ein bisschen günstiger gekauft, ne, weil du ja noch die Prämie bekommen hast, das heißt 47,65 und das ist doch eigentlich ein ziemlich guter Deal. Du musst also jetzt nicht die Aktie kaufen, um die Dividenden zu bekommen, sondern du kannst auch sagen, ich schreibe den Put, bekomme eine Prämie, die ist höher als die Dividende, 75% höher als die Dividende und wenn sie mal runtergeht, dann kriege ich sie halt mal irgendwann eingebucht. Und eine Aktie, die im aktuellen Marktumfeld, ne, wir haben diesen Streit mit China, wir haben Befürchtungen um die Weltwirtschaft und so weiter und so fort, aber wird das die Leute davon abhalten, weiter sowas zu kaufen? Ich glaube nicht. Das heißt, für mich ist Coca-Cola jetzt nicht so ein Mega-Renner wie eine Tech-Aktie, aber es ist ein solides Basis-Investment, was viele Leute in ihre Depots aufnehmen können, wenn sie das mögen. Keine Anlageberatung, mehr, macht euch selbst Gedanken. Ich äußere euch bloß meine Ideen. Und das über einen Short-Put zu machen, also über einen Cash-Secured-Put, ist 1000-mal besser, als jetzt die Aktie zu kaufen, wenn ihr rein das unter den Cashflow-Aspekt seht. Ja? Klar, wenn die Aktie jetzt auf 55 geht in den nächsten 45 Tagen, dann hättest du mit der Aktie mehr. Aber das hier ist ein guter Trade, wo du sagst, okay, ich bekomme entweder eine Prämie und wenn es gegen mich läuft, dann bekomme ich sogar noch die Aktie auf niedrigerem Niveau als heute. Eigentlich doch kein schlechter Deal. Und da seht ihr wieder,
wenn du mal Optionen ein bisschen auseinander nimmst, wenn du ein bisschen verstehst, was Optionen machen, dann ist Geld verdienen auch mit Hilfe von Optionen nicht allzu schwer. Ja, das macht definitiv Sinn. Man muss es eben bloß ein bisschen unter dem Aspekt Cashflow sehen. Man muss sehen, was habe ich für Steuerungsmöglichkeiten und so weiter. Aber dazu ist natürlich notwendig, dass du dich mit dem Thema Optionen auskennst. Und auch wenn du nur in Anführungszeichen Aktionär sein möchtest, ne, sagst, ja, ich will das mit Optionen gar nicht. Wenn du es nicht machst, du verschenkst wahnsinnig viel Geld. Und Warren Buffett, ne, da wird ja immer nachgesagt, dass er ein großer Optionshändler ist. Das stimmt nicht. Ne? Also das stimmt nicht. Warren Buffett ist, der handelt Optionen, aber bei weitem nicht so viel, wie man sich das immer vorstellt. Aber seine komplette Coca-Cola-Position hat er über damals Cash Secured Puts gekauft. Und mach's ihm doch einfach nach. Ne? Es ist ein paar Jahre später, es ist genau 30 Jahre später, aber wenn du jetzt dir deine erste Coca-Cola-Position zulegen willst, dann mach's über Cash Secured Put. Eine Möglichkeit habe ich dir jetzt in dem Video beschrieben. Und wenn du es nicht so genau verstanden hast, wie war das jetzt nochmal, dann zwei Möglichkeiten. Nummer eins, du spulst zurück dieses ganze Video, fängst mal von vorn an und guckst dir das nochmal an. Und die zweite Möglichkeit, das ist wahrscheinlich die bessere. Hier unten ist ein Link, hol dir unsere Online-Ausbildung Optionshandel für kleine Konten. Da ist unter anderem die Strategie Cash Secured Put ganz, ganz ausführlich erklärt. Mit allen Regeln, die man da beachten muss, wann geht man rein, wann geht man raus und so weiter und so fort. Also hier einfach unten auf den Link klicken und dann kannst du dir die verschiedenen Varianten, die verschiedenen Möglichkeiten dieser Online-Ausbildung anschauen. Und glaub mir, das lohnt sich definitiv für dich. So, ihr seht, ich rede schon wieder schneller. Das liegt sicherlich hier an dieser ganzen Energie, die da drin ist. Was ist also drin? Koffein, Guarana und B-Vitamine. Naja, und so das übliche Zeug, was halt so drin ist. Taurin ist, glaube ich, keins drin. Ne? Habe ich jetzt irgendwo gelesen, das wäre ganz gut, wenn kein Taurin drin ist. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ne? Probiert es einfach mal selber aus. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, Meinungen. Ihr dürft dieses Video wie immer bewerten, teilen, diskutieren. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Und euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.